Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Hi. Hallo. 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 Hallo, Caro. Hallo, guten Tag. Hallo. 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 Wir fahren gleich los mit dem Fahrrad. Die Fahrradstrecke nach Karlhorn zum Zeltlager. Und alle Kinder haben mich schon unter Bock und mega aufgeregt. Ich hoffe, das wird was. Der Morgen blendet, ich wach neben dir auf. Ihr schreibt kaum noch mal runter. Die einzigen Tobi, die ich mitgenommen habe, sind Süßigkeiten. Ich melde mich dann morgen, vielleicht. Ich will heute nur dich, nur wir zwei. Dein Telefon klingelt am anderen Ende vom Raum. Du legst deinen Kopf in meinen Arm und wachst nicht auf. Ich sing unter der Dusche und denk an gestern Nacht. In deinem Zimmer hier am Rio Reiser Platz. Also, wir spielen jetzt Foto Blende gespielt. Wir haben gerade schon ein Bild bekommen. Dahinter ist eine Wegbeschreibung. Ja, folgen wir jetzt und dann suchen wir den Ort, wo das Bild geschossen wurde. Das führt uns zum nächsten Bild. Und dann geht es so weiter, bis wir wieder im Zeltplatz sind. Und dann hoffen wir, dass wir Erster werden. Ja, wir bleiben heute im Bett, halten uns an unserer Liebe fest. Stellen den Wecker auf 1. Mai und träumen von Tokio und Hawaii. Kein Gott, kein Staat, kein Mietvertrag. Plan B und keine Lösung parat. Für immer und ich, für immer diese Nacht. In deinem Zimmer hier am Rio Reiser Platz. Für immer und, für immer und, für immer und ich, für immer diese Nacht. Für immer und, für immer und, hier am Rio Reiser Platz. Miete, Internet, Strom und Gas. Schon wieder nicht bezahlt. Und die Nachbarn klopfen, wir sind wieder zu laut. Doch wir stehen nicht auf. Und Montag weckt uns wieder viel zu früh. Doch ich will hier bleiben bei dir. Unter deiner Decke ist noch Platz für uns zwei. Nacht in deinem Zimmer hier am Rio Reiser Platz. Und vor dem Fenster sehen wir Vögel nach Süden ziehen. Weg aus dem beschissenen Grau. Schau auf der Straße, wie die Leute zur Arbeit gehen. Komm, wir machen heute blau. Und morgen auch. Und morgen auch. Morgen auch. La 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 la, heute ist so ein schöner Tag. La 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 la, und ich flieg, flieg, flieg wie ein Fliegerin, so stark, stark, stark wie ein Tiger. Hallo Leute, wie geht's euch? Willkommen zu Fremde oder Freunde! Heute testen wir die guten Freundschaften, die unsere Leiter hier über die Jahre aufgebaut haben, aufs Extremste. Ja, wir bleiben heute im Bett, halten uns an unserer Liebe fest, stellen den Wecker auf 1. Mai und träumen von Kairo und Shanghai. Kein Staat, kein Mietvertrag, kein Plan B und keine Lösung parat. Für immer und dich, für immer diese Nacht. In deinem Zimmer hier am Rio Reiser Platz. Für immer und, für immer und, für immer und dich, für immer diese Nacht. Für immer und, für immer und, in deinem Zimmer hier am Rio Reiser Platz. Für immer und, für immer und, für immer und dich, für immer diese Nacht. Für immer.
Platz. Das sieht doch nach Spaß aus. Habt ihr Spaß? Bitte, Buddy, zieht ihr eure Freundschaft. Ich bin in der Oh mein Gott! Los! Hallo! Guten Tag! Boah, habt ihr schon eine Taktik? Nein! Ja, komm hin! Nicht so laut! Nein! Ich liebe Strategie, das haben wir auch im Minilager gemacht. Minilager? Das war auch gut, ne? Das Minilager? Ja. Und würdest du das allen empfehlen, die das Video gucken, ins Minilager auch mitzufahren? Ja. Ja, gut. Dominik! Ja, das krieg ich raus, wenn ich die Tick. Wie ist hier die Stimmung? Ey! Wie ist die Stimmung im Gefängnis? Scheiße! Anne, geil, zwei, geil! Gruppe, zwei! Meine eigene Freundin ins Gefängnis gelockt. Achtung, da könnte was Gutes werden. Halt mal die Hände raus! Und da ist er frei! Massenflucht! Massenflucht! Oh, Leo! Vorne, wieder in die Lagerrunde rein! Boah, anstrengend. Einmal, Finger zusammen. Und wieder. Atmen. Vorsicht! Oh Gott! Wir haben uns hier eingefunden, dass wir ein bisschen über das Schicksal der Welt reden. Wir haben überlegt, wie wir den Weltuntergang jetzt machen, ne? Also, ich würde sagen, wir fangen unten an und oben mit Skandinavien, die lassen wir ein bisschen Ruhe und machen da ein bisschen Halbgang, weil das sind halt die wichtigen, ne? Warum, die braucht doch keiner! Entschuldigung, was? Können wir als erstes zerstören? Ja, das ist die wichtigste, das sind die einzigen, die irgendwas geregelt bekommen. In Griechenland, das sind die wichtigen Leute, die kriegen zumindest was geschissen. Ihr habt es auch nicht mehr geschafft, irgendwas zu entdecken bei euch! Jungs, wir müssen das hier wirklich konstruktiv planen. Was? Nö. Jetzt kommen die Ägypter oder was? Ja, wir brauchen Bogen für Pyramiden. Wir sind so super. Über die Ägypter habe ich auch lange nichts mehr gehört. Ja, weil wir einfach ein ruhiges Völkchen sind. Ein ruhiges Völkchen. Nur weil ihr nichts hinbekommt. Ein paar Steine aufeinander stellen, das kann doch jeder. Was ist am unwichtigsten für die Menschheit? Was kann als erstes abgebaut werden? Italien. Also wenn wir jetzt hier schon alle regelmäßig was verschießen, was will ich? Ich nehme das Essen. Hier, beeil dich dann. Ess ich weg. Kriegt kein Mensch mehr was. Beeil dich. Ich hätte richtig Bock, die ganze Welt, wie ein rohes Ei, einfach. Scheiße. Zu zerquetschen.
Jungs, jetzt mal ganz ehrlich. Gewalt ist keine Lösung. Warte mal, wo kommt der denn jetzt an? Ey, aber die Welt in Flammen, hier will ich doch gar nicht sehen. Das ist... Super. Ja gut, stopp. Hat sie erledigt. Das wär's auch nicht geil. Alles schrott. Perfekt. Schmutz. Kinder, könnt ihr das verstehen? Könnt ihr das verstehen, warum man die Welt so kaputt machen will? Ja. Ich auch nicht. Und jetzt ist die Welt einfach kaputt. Habt ihr Lust, die Welt wieder zu retten? Ja! Wie ihr mitbekommen habt, haben wir heute Morgen die Welt leider zerstört. Wir haben ein bisschen gestritten. Es ist ein bisschen aus dem Fugen geraten. Die Welt ist halt zerstört. Deshalb hoffen wir, dass ihr uns helfen könnt, die Welt wieder aufzubauen. Moin, moin, what got you got? We got all of them. We got all gold. Point that we're not have. I want to say, we're in a land, as Friesland, this is the best land for give. Here no one will be in front. We give a feinsted fiskbrötchen, just gefangen, aus Erbsenprotein. Gönnt ihr auch. Ronja Platz. Fein. Ronja Handstand. Fein. Ronja Fein. Ronja Bratschler. Fein, Ronja. Es geht noch. Und nun pass auf, ein Hemd noch. Ronja, mach die Robbe. Tagsüber lädt er sich nämlich auf. Wir sind nämlich jetzt modern im Norden geworden. Da ist eine Solarzelle drauf, damit die Stromsbahn in der Nacht. Das ist der Otto! Nein. Hallo, wir sind die Türkei und wir lieben die Türkei und deswegen solltet ihr nicht die Welt zerstören.
der beste Dönermeister der ganzen Welt, Michael Enke. Ja, dann hauen wir raus. Ja, moin, ich bin der Michi und ich hab schon Fleischrucksäcke zusammengeschmissen, da war denn noch Puppen mehr in meine Fläche. So, dann sind wir hier beim besten Eismeister der Welt, aber auch ein richtig guter Komiker. Nee, 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 auf der einen Seite, ihr kennt sie wahrscheinlich nur aus der Küche, das Klitschko vernichtende Duo. Team Futter! Die Herausforderer, die man wahrscheinlich noch aus der Zeit des WWE kennt, mit einem Kampfgewicht von über 300 Kilo. Team Futter! Nein, Team! Team Paul! Seid ihr bereit? Seid ihr bereit auf den Kampf? Ja! Das geht auch lauter! Ja! Wir bedanken uns bei allen Fans, die wieder eingeschaltet haben. Und wir hoffen, beim nächsten Mal bei der WWE seid ihr wieder dabei. Ein wunderschöner Applaus. Der Tag war so schön schon. Ja, wir haben so viel Zeit heute schon. Wir spielen heute die Lagerhochzeit. Es sind vier Paare hier in vier Teams. Die Kinder helfen hier jetzt mit die Hochzeit planen und vorbereiten, damit es auch jeder glücklich ist. Und das ist mein Ehemann, moderne Beziehung. Und flackern dann so. Das ist der Paul Brandt. Ja, und wir heiraten gleich. Und das wird schön. Die Aufgaben zur Planung, also es gilt einmal gemeinschaftlich als ganze Hochzeitsgesellschaft in die Kirche einzuziehen. Dann muss noch ein Hochzeitstanz performt werden, ein Ehegelübde darf geschrieben werden und ansonsten auch gerne einheitlich gekennzeichnet werden, dass man eine gemeinschaftliche Hochzeit hat. Hallo, was macht ihr hier gerade? Wir bereiten die Lagerhochzeit vor und wir üben gerade den Hochzeitstanz. Schön, dass ihr beide heute Abend hier seid. So lange habt ihr überlegt, mehrere Tage, um jetzt diesen großen Schritt zu machen und die entscheidende Frage uns allen zu beantworten, warum liegt hier Stroh rum? Anders formuliert, ihr beide wollt heute heiraten. Lange habt ihr überlegt und so darf ich euch heute die zentrale Frage stellen, ob ihr beide heute aus freiem Entschluss aufrichtig hier hingekommen seid, um miteinander den Bund der Ehe schließen zu wollen. Ja. Ja. Versprichst du, Caro, stetigen Gehorsam gegenüber deinem Ehemann? Versprichst du ihm zu achten und zu ehren auf allen Wegen seines Lebens? Ja. Timo, willst auch du das Nötige dazu beitragen, wie es in deiner Macht steht, damit diese Ehe gelingt? Ja. Das reicht ja auch. So wendet euch nun einander zu, schaut euch in die Augen und sprecht die magischen Worte des Ehebundes. Ja! Ja, ich will. Ja! Ja! Das reicht jetzt, nur einer da.
Dann freue ich mich hiermit unter der Anwesenheit der Trauzeugen, die diesen heiligen Ort ja entsprechend gebührend begrüßt haben, freue ich mich, dass ich euch nun zu Mann und Frau, Bräutigam und Braut erklären darf und wünsche euch allen eine vergessliche, unvergessliche Nacht. Follow my lead. Komm zu uns! Komm zu uns im Team Blocksberg! Sei unser Freund, Bibi Blocksberg! Wir sind gespannt, Bibi Blocksberg! Bibi Blocksberg! Bella! Genau, meine Stadt liegt im Blau. Träum mit mir diesen Traum, denn mein Herz schlägt azzurro. In Bella, Bella, Napoli. Ein Gefühl liegt im Wind, du weißt, Liebe macht blind. Doch du musst mir vertrauen, hab keine Angst vor den Nächten. In Bella, Bella, Napoli. Ein bisschen Schatten des Vesuvs. Ein Blick von dir und ich weiß, alles wird wieder gut. Hab dich gefunden, Traum von Neapel. In Bella Blue will ich nur eins. Zum Abschluss des Lagers, was war euer Lieblingsspiel oder euer Lieblingsmoment? Unser Lieblingsspiel war auf jeden Fall Bodenkrieg. Ja. Und warum? Es hat einfach Spaß gemacht. Wir waren im Wald, haben uns so aus Steckern so eine... Was fandst du am besten? Fahrradstaffette. Welches Spiel genau? Das von Iltis. Da wusste man gar nicht, was man machen muss. Also war das schon herausfordernd? Du? Ja, eine große Herausforderung. Trotzdem in 3 Sekunden bewältigt. Also hast du einen ganz speziellen Moment, wo du dran denken würdest? In dieses Zeltlager? Bodenkrieg, weil, ja, als wir die Basis gebaut haben. Also mein Lieblingsspiel, Stratego. Und warum? Und warum? Weil ich Stratego witzig finde und Stadtlandschluss hat auch viel Spaß gemacht. Alles. Alles? Ja. Bodenkrieg war cool. Ich fand Stratego auch gut und, Mathe-Tag fand ich auch gut, weil... Nee, Bodenkrieg, beste. Also ich fand, das ganze Zeltlager war ein toller Moment, weil ich mag Zeltlager ganz gerne. Es ist richtig cool, macht Spaß. Man kann ganz neue Leute kennenlernen. Und das Essen ist auch cool, aber die Arschkarten nerven. Bei mir, fürs erste Mal, wo ich hier bin, fand ich es richtig schön. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, wie zum Beispiel Rosa und Alisa. Hi! Ich fand eigentlich das Essen und die Spiele voll cool, aber die Arschkarte macht die Küche richtig stark. Die Arschkarten sind dann die Brötchen, wo mal etwas Witziges drauf ist, ne? Ja, das ist eklig. Ich hatte mal auf meinem Brot was Scharfes. Ja, ich hatte mal Knoblauch. Knoblauch auf Nutella-Brot? Ja, Knoblauch auf Käsebrot. Und ich hatte am Rand Nutella, da dachte sie, sie hat Nutella-Brot. Und da war ein bisschen kurz Butter. Fahrradstaffette? Ich fand Burgenkrieg. Ja. Fahrradstaffette. Ja. Und Burgenkrieg. Alles war. Ja. Alles? Ja. Das heißt, man sieht dich nächstes Jahr wieder im Lager? Dann bis nächstes Jahr, ne? Bis nächstes Jahr. Ja, bis nächstes Jahr. Sehen wir uns nächstes Jahr? Ja. Also sieht man sich nächstes Jahr wieder? Ja. Sieht man sich nächstes Jahr wieder? Ja! Träum mit mir diesen Traum, denn mein Herz schlägt ab.
azzurro in vela, vela, Napoli.